Ach, jetzt habe ich das Video wieder nicht quergestellt. Egal, macht nichts. Kennst du die Seite in dir, wo du keine Lust mehr hast, für deinen Partner, für deine Partnerin irgendwie etwas erfüllen zu wollen? Das ist so eine Ebene, wo wir richtig echt werden. Wo du lernst, etwas in dir zu zeigen und wiederum nicht zu zeigen, etwas wirklich wegzulassen. Und all das, was wir in unseren Beziehungen als Nicht-Liebe sehen und als hässlich, als zerstörerisch, all diese ganzen Bewertungen, die du auf deine Beziehung, auf deine Partnerschaft gepackt hast, das ist der eigentliche Grund, warum es nicht läuft. Wenn du dich wirklich zeigen würdest, so wie du bist, mit all deiner Hässlichkeit, mit all diesen Unangenehmen in dir, ja? Wir haben zum Beispiel relativ schnell gelernt, uns klar zu sagen, du, ich habe gerade Blähungen und ich möchte auch einfach vor dir furzen können. Ich habe keine Lust, jedes Mal den Raum zu verlassen oder mit einem Blähbauch hier zu sitzen, weil mir das unangenehm ist. Und jetzt betracht das mal auf einer seelischen, inneren Ebene. Wo unterdrückst du Dinge in dir? Seelische Fürze, Dinge, die raus müssen. Ja? Deinem Partner geht es nicht anders wie dir. Das heißt, dieses Hässliche in dir, das, was du an dir selbst hässlich gemacht hast. Wenn du da nicht zu stehst, wenn du nicht lernst, diese Dinge zu kommunizieren, sie fühlend im Kontakt zu bringen, dann geht deine Beziehung irgendwann kaputt. Das ist wie so ein seelischer Tod. Es läuft nichts mehr. Und das führt dann irgendwann dazu, dass wir uns nicht mehr viel zu sagen haben, weil wir einfach diese Rollen so dermaßen leid sind in uns selbst. Wir können uns selbst nicht mehr ausstehen. Und da sind oft Programme mit verbunden, innere Programme, wo du versuchst einfach, dich selbst zu bestrafen, indem du dich so verhältst, dass dein Partner dich einfach nur noch abscheulich findet oder dich einfach nur noch ablehnt. Einfach weil du meinst, dass du dann freier wirst, dass du dann wieder du selbst sein darfst. Alles, was das ist, zerstörst du und unkreierst du das jetzt? Schmeißt du das jetzt ins Feuer? Bist du bereit, dieses Spiel endlich, diese Hölle zu beenden? Danke. Wenn du bereit bist, wirklich jetzt den nächsten Schritt zu gehen und dieses ganze Drama, was wir so sehr lieben, was uns teilweise so sehr verbindet, wo wir in diesem Leiden meinen, emotional uns da zu füttern, nachzufüttern. Wenn du bereit bist, da ein bisschen durchzuschauen und mal was Neues zu wagen, dann ja, fühl dich herzlich eingeladen. Vielleicht hast du Lust, mal bei uns auf die Webseite zu gehen, dir unsere Programme anzugucken, das, was wir im Augenblick dort dazu anbieten. Da wird bald ein sehr, sehr schönes Programm rauskommen, wo du richtig aufräumen kannst, wo du einen riesen Arschtritt bekommst in die richtige Richtung. Und so ein Tipp ist nochmal, wie wär's, du hörst auf, immer nur die Liebe zu spielen, den zu spielen, der immer alles versucht, wieder gut zu machen. Wie wär's, du... Es tut deiner Beziehung viel mehr gut, wenn du einfach mal das Arschloch bist. Nicht in einer getrennten Weise, dass du den anderen bestrafst, ihm Schuldgefühle machst, sondern einfach du selbst bist, dir erlaubst, diese ganze Grantigkeit in einer Form auszudrücken, dass es nicht trennend ist, dass du in Verbindung bist, dass du es wagst, dir Räume zu nehmen, innerhalb dieser Beziehung. Du bist ja in Beziehung, du bist ja in Partnerschaft. Das ist dir ja wichtig. Das ist das Hauptding, was dein Partner von dir hören möchte. Dass du in Beziehung bleibst. Wir haben Urängste in uns, verlassen zu werden, nicht geliebt zu werden. Und darin füttern wir uns die ganze Zeit und dadurch halten diese Programme, bleiben, beherrschen unsere Beziehung. Und das macht alles kaputt. Also dann sei lieber mutig und zeig dich mit einer Unverdrossenheit, mit einem Unwillen, lerne deinen Unwillen auszudrücken, aber in Verbindung, mit einem offenen Herzen. Sei dir bewusst, du hast viel Verletzlichkeit in dir, viel Unsicherheit und du überspielst das, weil vielleicht dein Partner
eine gewisse Angst hat, dich sonst zu verlieren und diese Programme immer zu bedienen. Das heißt, ihr füttert euch in eurer Neurose, in diesen Persönlichkeitsanteilen, die beziehungsunfähig sind. Dieser ganze problematische Bereich, der gehört mehr raus aus der Beziehung. Der gehört mehr auf die Matte. Der muss durchgefühlt werden. Der gehört zum Beispiel in so eine Begleitung, die wir anbieten. Dann schafft ihr Raum. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht richtig weiter, ihr könnt eure Vision nicht leben, ihr habt vielleicht Träume, die ihr leben wollt, aber die kommen, ihr habt da keinen Zugang mehr richtig, dann liegt das daran, dass zwischen euch einfach zu viel Mist ist, den ihr nicht auf